Duda! Still by him! Duda! Was hast du da? Das ist nicht deiner. Verstehst du das? Was? Willst du was? Hast du ein Problem? Ha? Hast du? Geh nach Hause! Hau ab! Das ist nicht deine Fähnchen! Ha? Bitte, bitte, hör auf, hör auf! Weg! Steh auf! Aufstehen! Aufstehen, hab ich gesagt! Hä? Her! Nimm deinen Hut! Geh ab, hau ab mit dir! Hau ab! Hau ab! Lauf! Lauf, hab ich gesagt! Lauf! Das ist mein Land, hab ich verstanden! Raus! Die sind hier nicht willkommen! Verschwindet von hier! Mein Land! Versteht ihr das? Komm nur, Herr Fraumann! Ich bin Hauptmann Ebbe Jensen vom dänischen Pionierkorps. Für alle, denen noch nie klar ist, warum sie hier sind. Sie sind hierher nach Dänemark gebracht worden, um hier nach dem Krieg etwas aufzuräumen. Dänemark ist nicht ihr Freund. Nachdem das klar ist, erwarten sie nicht, dass die dänische Bevölkerung sie mit offenen Armen willkommen heißen wird. Niemand will hier Deutsche sehen. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Gegenwärtig liegen 2,2 Millionen Landminen entlang der dänischen Westküste. Das ist mehr als in all den anderen europäischen Ländern zusammen. Jemand muss geglaubt haben, dass die Invasion der Alliierten genau hier stattfinden würde. Was für eine Blamage für den, der Sieg das ausgedacht hat. Und was für eine Schande auch für Sie. Wer von Ihnen hat schon Landmine gesehen oder damit hantiert?
Und wer von Ihnen hat jemals versucht, eine zu entschärfen? Wer hat so eine schon einmal gesehen? Das sind auch die am häufigsten verwendeten Minen. Um eine maximale Wirkung entfalten zu können, werden diese Minen 15 bis 20 cm tief im Sand eingegraben. Dadurch sind sie relativ einfach zu finden. Sie haben gerade Ihre Hände verloren. Na los! Wir haben keine Zeit für Selbstmitleid. Sie sind tot. Ich glaube, wir haben hier unseren ersten tödlichen Verlust. Wollen Sie Ihre Familie nicht wiedersehen? Wollen Sie wirklich der Erste sein, der stirbt? Nein. Ich kann Sie nicht verstehen. Nein, Herr Hauptmann, ich will nicht als Erster sterben. Freut mich, das zu hören. Versuchen Sie es wieder. Schon wieder tot. Diese Minen sind keine Attrappen. Das bedeutet, wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie entweder sterben oder schwer verletzt werden. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Jawohl, Herr Hauptmann! Gut. Sie, kommen Sie her. Sie werden zuerst gehen. Jawohl, Herr Hauptmann. Jetzt. Der Nächste. Gut gemacht. Und schnell. Der Nächste. Schneller! Nächste. Gut gemacht. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Sehr gut. Nella! Na los! Die anderen hätten in dieser Zeit bereits alle Minen entschärft. Sind Sie da drin eingeschlafen?
Herr Hauptmann, habe ich die Erlaubnis, in den Bunker zu gehen und ihn rauszuholen? Auf keinen Fall. Ich komme herein. Lassen Sie die Mine liegen. Ich schaffe das schon. Stehen Sie auf. Soldat, stehen Sie auf. Nein, ich kann das. Soldat, stehen Sie auf. Ich will es, ich muss es schaffen, bitte. Hallo, Werner. Der nächste. Wenn Sie die Mine ins Schaft haben, bringen Sie. Seid ihr Soldaten? Antwortet mich, ihr dreckiger Schweine! Seid ihr Soldaten? Jawohl, Herr Feldwebel! Antreten! An eine Linie! Schnell! Komm schon! Komm jetzt! Auf eine Reihe! Komm schon! Achtung! Verstehst du nicht Achtung? Doch, Herr Feldwebel. Dann steh wie ein Mann! Rührt euch! Name? Maklein, Herr Feldwebel. Vorname? Hermann, Herr Feldwebel. Rudolf Selke, Herr Feldwebel. Schnur, Herr Feldwebel. Friedrich Schnur. Wolf was? Johann. Johann Wolf. Kluger, Herr Feldwebel. Vorname? August Kluger, Herr Feldwebel. Und ihr beide? Ich vermute, dass ihr Brüder seid. Ja, Feldwebel. Zwillinge, Herr Feldwebel. Ach nee. Name? Lessner. Werner und Ernst Lessner, Herr Feldwebel. Hab ich dich gefragt? Nein, Herr Feldwebel. Ein Hals Maul. Entschuldigung. Was? Was hast du gesagt? Entschuldigung, Herr Feldwebel. Für was? Für was willst du dich entschuldigen? Dass ich den Namen meines Bruders erwähnt habe, Herr Feldwebel. Du entschuldigst dich? Ja, Herr Feldwebel. So, mit deiner Entschuldigung. Kannst du nicht brauchen, verstehst du? Jawohl, Herr Feldwebel. Und du, Kleiner? Wilhelm Lebern, Herr Feldwebel. Du bist ein Soldat? Jawohl, Herr Feldwebel. Ludwig Hafke, Herr Feldwebel. Schumann, Sebastian Schumann, Herr Feldwebel. Guck mich an, wenn du zu mir redest. Helmut Morbach, Herr Feldwebel. Schöne Uniform, du da hast, da? Machst du so einen Krieg? Jawohl, Herr Feldwebel. Weinst du? Nein, Herr Feldwebel. Was ist los?
Meinst du? Nein, Herr Feldwebel! Hast du Angst? Nein, Herr Feldwebel! Vermisst du dein Zuhause? Nein, Herr Feldwebel! Könnt ihr alle das schwarze Fähnchen da unten sehen? Jawohl, Herr Feldwebel! Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird hier allen schaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Habt ihr verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Nur dann könnt ihr nach Hause gehen. Ist das verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Angenommen, ihr schafft 6 Minen pro Stunde und jagt nicht euch selbst in die Luft, kann ihr in 3 Monaten wieder zu Hause sein. Habt ihr verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Du, willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Bist du sicher? Absolut sicher, Herr Feldwebel! Du da, mit der Karte. Ludwig, Herr Feldwebel! Gib mir die Karte. Können ihr alle das hier sehen? Jawohl, Herr Feldwebel! Jedes Gebiet hat eine Nummer. Die Stern und die Punkt zeigen uns, welche Art von Mine es ist. Die von euch, die die Minen zählen, muss sicherstellen, dass das Minenkart immer auf die neuesten Stand sind. Diese Aufgabe ist genauso wichtig wie das Entschärfen selbst. Habt ihr verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Von dem Stein bis zu der Markierung am Wasser machen wir uns einen Sicherheitsdurchgang. Muss ich darauf hinweisen? Was passiert mit denjenigen, der versucht zu fliehen? Nein, Herr Feldwebel! Ich hab eine. Ich habe eine! Ich habe eine! Ich auch! Ist gar nicht so übel. Die ganze Sache hier nicht.
Was werdet ihr denn machen, wenn ihr wieder zu Hause seid? Also ich werde Mechaniker. Guter Freund meines Vaters. Eine wirklich gute Fabrik. Wird mich direkt dort einstellen, wenn ich wieder da bin. Hast du da nicht was Klitzekleines vergessen? Halt dich da raus. Wieso denn? Ich finde, er hat ein Recht darauf zu erfahren, dass seine schöne Zukunft nichts weiter ist als eine beschissene Einbildung. Das ist doch keine Einbildung. Das ist die Wahrheit. Er hat es mir doch bereits versprochen. Und was, wenn du... Hör auf. Wenn du willst, kann ich ihn fragen, ob er vielleicht noch einen Lehrling anstellen würde. Sicher, na klar, das war großartig. Kein Problem. Können wir immer gemeinsam zur Arbeit gehen. Ja. Weißt du was, Wilhelm? Kannst du auch für mich fragen? Lass es sein. Das wäre echt schön. Wir alle drei haben... Helmut. Halt dein Maul! Lass es sein. Schön Hand in Hand. Was? Halt dich mal ein bisschen, Hermann. Ich glaube, sie hat da was zu essen. Sie hat Brot da. Hallo. Oh. Wie heißt sie denn? Verstehst du Deutsch? Und was los ist sie? Als Soldat muss man immer bereit sein, jemandem zu helfen. Und weißt du, als kleines Kind, da hatte ich keine Puppe. Weil ich bin ja ein Junge, ich hatte ein Auto. Sieht schon viel besser aus. Zack. Gern geschehen. Elisabeth! Elisabeth! Ich glaube, du musst los. Elisabeth, willst du so kommen, wenn ich sehe dir? Was lauert du herover? Det er, at du ikke skal være over ved fiskerhuset, ikke? Så skal du heller ikke gå derover. Det er det, der står. Wenn jemand von euch pinkeln muss, ist es jetzt. Nein? Ab ins Bett. Mars. Maxum. Schneller. Sind alle hier? Kannst du nicht mit ihm reden? Ich hab Hunger. Ich hab seit 2 Tagen nichts gegessen. Ja, aber das bringt doch jetzt auch nichts. Wie soll ich denn Minen entschärfen, ohne zu essen? Ich bin der Sebastian. Was willst du?
Ich wollte nur fragen, ob Sie etwas davon gehört haben, wann wir das nächste Mal etwas zu essen bekommen, Herr Feldwebel. Ich glaube, wenn wir nichts zu essen bekommen... Was glaubst du? Glaubst du, dass ich ihr mir leid tut? Nein, Herr Feldwebel. Es ist mir alles scheißegal. Weißt du das? Ist mir egal, ob ich krepiert. Ich weiß, Herr Feldwebel. Und ich weiß nicht, wenn das Essen kommt. Die Deutschen ziehen hier nicht vorne in die Reihe. Guten Tag, Sebastian. Ab ins Bett. Geh schlafen, du! Ins Bett mit euch! Ehrlich, Herr Feldwebel, er kann nicht mehr. Ich kenne doch meinen Bruder. Ich habe ihn den ganzen Morgen beobachtet. Er hat sich immer wieder erbrochen. Sieh mich an, wenn du zu mir redest. Ernst? Ja, das stimmt, Herr Feldwebel. Mir geht es wirklich sehr schlecht. Du auch. Sieh mich an. Das stimmt, Herr Feldwebel. Mir geht es wirklich sehr schlecht. Wenn ich mich doch nur für eine Stunde hinlegen könnte, bitte. Bitte. Ernst, das weißt du doch. Das kann ich nicht zulassen. Jawohl, Herr Feldwebel, mir geht es wirklich sehr schlecht. Bitte, Herr Feldwebel. Ja, bist ein bisschen heiß. Was kriegst du doch so hin, ne? Ja, Feldwebel. Was ist hier, Duarte? Ich gehe wieder im linken Team. Ich gebe dir. Ich gehe wieder im Mieter. Ich gucke, wie Gott. Jetzt holen die Probe was nicht los. Nein, das hört ich. Will? Nein, das hört ich. Jungs, schau mich an. Zurück zum Arbeiten. Aber Herr Feldwebel. Bitte, Herr Feldwebel. Hab ich nicht gehört! Zurück zum Arbeiten, hab ich gesagt! Jetzt! Und ein bisschen Tempo!
Wilhelm! Wilhelm! Irgendwas stimmt nicht. Nimm mir den Helm ab. Nimm mir den Scheißhelm ab. Jetzt helf mir doch! Ich will nach Hause. Beruhig dich. Alles wird gut. Helmut, ich brauche deine Hilfe. Du musst sie vom Strand wegschaffen. Mir. Oh Gott, es will mir, hilf mir doch! Was ist los mit dir? Helfen doch, verdammt nochmal! Hilf mir doch! Ich will nach Hause! Ich will nach Hause! Hilf mir! Hilf mir! Ich will nach Hause. Wir schaffen das. Nein. Guck mich an. Das wird. Es wird alles wieder gut. Du hältst durch, Ben. Mama. Du hältst durch. Mama. Herr Bettnehmer, kommen Sie doch jetzt bitte. Scheiße. Tun Sie doch etwas. Bitte, helfen Sie. Ich will nicht mehr. Herr Bettnehmer, kommen Sie doch jetzt bitte. Schau mich an, schau mich an. Du kommst wieder nach Hause. Es wird alles wieder gut. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Danke, Feldwebel. Was ist hier passiert? Das ist mein Fehler, Herr Feldwebel. Dein Fehler? Das ist meine Schuld, Herr Feldwebel. Wir waren gestern Nacht... Guck mich an, wenn du zu mir redest. Wir waren gestern Nacht alle so hungrig und dann bin ich rüber zum Bauernhaus und habe ein bisschen Tierfutter geklaut. Ich bin mir sicher, das ist es, was alle so krank gemacht hat. Als Offizier liegt es in meiner Verantwortung, dass alle etwas zu essen haben. Du hast hier keine Verantwortung. Wollen Sie Moor? Man ist hier sehr, der ganz spießlich einsatzer weg. Hvad er det her? Ja, hvis det er det her, de har spist, så er det klart, de er blevet syge. Det er fuld af rollelort. Se her. Hvad er det, der er så sjovt? Så fik jeg alligevel ramt på nogle tyskere. Worüber hat sie gelacht? Hör mal gut zu, Junge. Du und ich sprechen nicht zusammen. Kapierst du das? Sprech mich nicht an. Ich frage, du antwortest. Und immer mit Herr Feldwebel. Verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. Warum hast du nichts davon gegessen? Ich habe nichts davon angeboten, Herr Feldwebel.
Übergebt euch! Trinken, 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 trinken! Runter damit! Komm jetzt! Ich hab Wasser! Wollt ihr sterben? Gut gemacht, Jungs. Runter, runter, trinken! Abwaschen! Abwaschen! Kopf runter! Abwaschen, gut! Kopf runter! Oh Gott, dick die! Komm! Ja, komm! Komm! Sit da! Bett mit dir. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Herr Feldwebel. Geh jetzt ins Bett. Ich werde Ihnen etwas zeigen, Herr Feldwebel. Dieser Rahmen wird das Minenräumen um einiges erleichtern. Denn das Feld ist klar eingegrenzt, indem man die Minen heraussuchen muss. Gute Arbeit. Ich habe schon kapiert. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Sie nicht dumm sind. Gut, nimm dein Spielzeug und geh ins Bett. Ich weiß, dass der Herr Feldwebel uns hasst. Ich weiß, dass dem Herr Feldwebel egal ist, ob wir von einer Mine zerfetzt werden oder ob wir verhungern. Ja, hast du recht. Doch ich glaube, für Sie macht es sich deutlich besser, wenn wir unten am Strand bei der Minenräumung sterben, Herr Feldwebel. Es ist mir egal, Junge. Nimm dein Spielzeug und geh ins Bett. Der Strand soll doch schließlich minenfrei gemacht werden. Richtig, Herr Feldwebel. Ja, das hast du kopiert. Und was ist es, dass du nicht kapierst, wenn ich sagst, du sollst ins Bett gehen? Das kapiere ich schon, doch ich möchte, dass Sie mir zuhören. Dann mach schnell. Haben Sie mich verstanden? Ob ich dich verstanden habe? Hast du mich verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. Gut, mein Junge, nimm dein Spielzeug und geh ins Bett. Komm. Gute Nacht, Herr Feldwebel. Godmorgen. En Wilhelm Lebern. Ja. Han kom ind for et par dage siden. Wilhelm døde i går. Han er her stadig, hvis du gerne vil se ham. Nej, nej. Det er ikke nødvendigt. Tak. Aufstehen, Jungs! Steh auf! Steh auf!
Antreten! Grüß euch. Ich habe eine gute und eine schlechte Neuigkeit. Die gute ist, ich habe gerade Wilhelm besucht. Und es geht ihm besser. Sie kümmern sich gut um ihn. Und er wird überleben. Ich soll euch alle von Ihnen grüßen. Bald ist er wieder zu Hause. Die schlechte Neuigkeit ist, wir sind hinter dem Plan. Und der Rest der Woche müssen wir jetzt 8 Minen pro Stunde entschärfen. Habt ihr das verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. Kann euch nicht hören. Habt ihr das verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. Gut. In 10 Minuten, Abmarsch. Ist fertig. Sind die ersten beiden Dinge, die ich mir genehmigen werde, wenn ich wieder zu Hause bin. Ein Bier und ein Mädchen. Ja? Und hast du eine Freundin zu Hause? Nee, aber das ist das Erste, was ich mir besorgen werde. Das kannst du mir glauben. Und was mit deinen Eltern? Willst du nicht erst mal suchen? Naja, die müssen eben warten. Und was mit euch? Was habt ihr vor? Arbeiten, reich werden. Ich war einer. Das stimmt, mein Freund. Ja, und was für eine Art von Arbeit? Maurer, was sonst? Das ganze Reich ist zerbombt. Es muss alles wieder aufgebaut werden. Genau da setzen wir an. Werner Ernst und Söhne. Und Söhne? Naja, wenn wir Söhne haben, werden die Firma übernehmen. Es wird sich einfach größer an, wenn wir die Firma und Söhne nennen. Ich meine, wir werden gleichzeitig Besitzer sein. Und die Söhne aber. Das wird ja keiner merken. Stimmt, lasst euch das auch mal. Ludwig und Söhne hört sich doch gut an, oder? Ja, fast so gut wie Werner, Ernst und Söhne. Oh, so schwer. Vorsichtig, habe ich gesagt! Wie viele Tellerminen haben wir? 44, Herr Feldwebel. Zähl es nochmal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 44, Herr Feldwebel. Stimmt. Und die Essminen? 16, Herr Feldwebel. Zähl sie nochmal. Pass auf. Zu klein. Wirf ihn zurück. Diesmal fange ich an. Hier, fang. Wie soll sein Name sein? Benny. Benny ist sein Name. Benny, Benny, Benny. Nein, er sollte Timmy heißen. Nee. Wegen seiner Farbe. Was hat Timmy mit Schwarz zu tun? Hört sich einfach schwarz an. Benny ist schon gut. Er ist... Tim Benny. Tim ist sein erster Name. Benny ist sein erster Name. Nee. Nee, mein Freund. Komm her, Tim Benny. Oh, diese lilane Farbe. Richtig schönes Tier. Wie heißt dieses Tier eigentlich? Also jetzt? Sechsbeiner. Borkenkäfer. Nee. Benny Tim, der Borkenkäfer. Benny Tim, der Sechsbeiner-Borkenkäfer. Ja. Benny Tim, der Sechsbeiner-Borkenkäfer. Komm jetzt, Jungs. Ab ins Bett mit euch. Sebastian.
Da ist die Stange hier. Sind die alle hier? I'm Sergeant Carl Leopold Rasmussen. This is my unit. My assignment is to clean the beach. I need these boys. I need all of them. It's a fun somewhere else. Fucking days. Fucking fat as Jerry. Geh in die Hütte, Jungs. Komm, Ludwig. Ludwig, geh und wasch dich. Hey! Hvad fanden er det, du laver, Ebbe? Det er ikke i orden, det der. Nu har jeg lige fået dem op at køre. Ved du, hvad jeg ikke synes er i orden, Carl? Jeg synes ikke, det er i orden, jeg hører rygter om, at du henter mad til tyskerne i køkkenet. Jeg henter til mig selv og min hund. Mm. Folk, de snakker, og de får ondt i røven. Du er sikker på, at det ikke er dig, der får ondt i røven? Nej, jeg finder det bare lidt besynderligt, at du er nødt til at hente mad, når nu vi betaler gården rigeligt for din kost og logi. Carl, hører du, hvad jeg siger til dig? Ja, jeg hører så. Så se på mig, når jeg taler til dig, mand. Du kunne godt have fortalt, at det var nogle små drenge, jeg fik op. Ebbe, det ændrer ligesom situationen lidt. Det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at rydde op efter sig selv. De drenge, de aner ikke, hvad der foregår, Ebbe. Nej. Men så må du lære dem det, Carl. Det er trods alt derfor, du er. Du ikke begynder at holde af dem, vel? Nej. Husk, hvad de har gjort. Eller dem end os. Kan du ikke bare hjælpe mig med at få nogle ældre og mere erfarne mænd til min deling? Ludwig, stopp! Ludwig, hier liegen zwei Minen übereinander!
Werner, hör auf zu arbeiten! Ah, jetzt habe ich dich, du kleiner Bastard. Werner! Werner, wo bist du? Sag doch was! Ernst? Lass mich doch los. Ich muss ihn doch suchen. Lass mich doch los. Ernst. Halt ihn fest. Werner! Halt ihn fest. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Ja, so ist gut. Raus, Jungs. Sebastian, raus. Du musst hier schlafen. Nein. Ruhig. Musst du jetzt Werner suchen? Wir suchen morgen wieder. Du musst hier schlafen. Ich will jetzt erstmal Werner finden. Wir müssen an den Strand, ja. Ich wollte ihn nur noch retten, aber dann ist er weggelaufen. Wir müssen ihn jetzt noch mal kurz wiederfinden. Er schläft doch hier oben. Und ich kann glaube ich, nicht ohne ihn einschlafen. Komm, nein. Du musst jetzt lang. Wir suchen nach ihm morgen. Okay? Morgen. Morgen? Morgen. Morgen klingt gut. Wenn wir Werner finden, dann gehe ich mit ihm nach Deutschland und baue alles wieder auf. Ich baue alles wieder auf, weil es ist ja alles Schutt und Trümmer da. Es muss alles wieder aufgebaut werden. Maurer sind wir dann. Das ist ein guter Beruf. Herr Feldwebel, bitte hassen Sie ihn nicht. Tu ich auch nicht. Bitte hast du sie nicht. Tu ich auch nicht. Nein, hinlegen. Rudi aus. Du musst schlafen. Wenn Sie ihn gut genug kennen würden wie ich, würden Sie ganz sicher helfen. Ich hab gelogen. Wilhelm hat nichts überlebt. Ich weiß, Herr Feldwebel. Das war besser so, Herr Feldwebel.
Auf diese Weise konnten wir mit den Minenräumen weitermachen. So dass wir eines Tages nach Hause gehen können. Vielleicht. Ist schon gut. Ich nehme es dich nicht weg. Hilft dir das Kreuz? Probieren Sie es einmal, Feldwebel. Nein. Na los, Herr Feldwebel. Probieren Sie es mal. Nein. Wirklich, Herr Feldwebel, probieren Sie es. Boom! Oh. Mein Vater hat es mir gegeben. Das eben hat er immer wieder mit mir gemacht. Ich habe mich natürlich jedes Mal erschrocken. Deswegen trage ich es. Lebt dein Vater? Ich weiß nicht. Sebastian. Hermann. Rudolf. August. Johann. Johann. Komm, Friedrich. Helmut, du bist mit uns. Komm, Helmut. Wir nehmen das Tor. Aufwachen. Polizei. Hallo. Wir sollen uns eurer Einheit anschließen. Wo ist Feldwebel Rasmussen? Das ist der da. Ihr könnt euch aber auch bei mir melden. Ich bin Ludwig. Gustav Becker.
Albert Brauer. Komm mit, wir haben heute frei. Wie heißt du? Sag doch mal. Bleib ruhig. Komm. Ja. Nicht weglaufen. Ja, fein. Eins, zwei, drei, los! Seht ihr das? Der erste Tor war fantastisch. Aber zeig dir, das nächste Spiel wird gewinnen. Das schönste ja. Tor war auf jeden Fall das Mann. Komm. Ja. Komm. Papier. Was willst du sagen? Kommst du? Komm. Gleich Mannschaft. Ja, Joe. Komm. Ja, auf jeden Fall. Komm schon. So angenehm ist das. Ja. War nicht von den Dünen, aber das ist doch Wahnsinn. Ja, ja, musst du auch gehen, auf jeden Fall. Das ist so gut. Soldat Ludwig Hafke, du warst verantwortlich für Gebiet 7, richtig? Das trifft zu, Herr Feldwebel. Ich habe Buch geführt und alles eingetragen. 1200 Minen wurden vergraben, 1200 Minen wurden gefunden, entschärft und eingetragen, Herr Feldwebel. Aber in Wirklichkeit hast du falsch gezählt, nicht wahr? Nein, Herr Feldwebel. Ich habe alles nochmal nachgezählt, um sicher zu gehen. 1200 Minen wurden vergraben, 1200 Minen wurden hervorgeholt. Hol den Ball. Hol den Ball! Wie ein Hund! Mit dem Mund! Braver Hund. Sehr brav. Hol den Ball. Schnell! Ohne Hände! Mit dem Mund! Braver Hund. Ja, braver Hund.
Bruder Hund. Braver Hund. Sitz! Bellen. Bellen! Wurf, Herr Feldwebel! Was? Wurf! Lauter. Wurf! Bellen! Wurf! Lauter! Wurf! Willst du was sagen? Hm? Willst du was sagen? Willst du etwas sagen? Hm? Du vielleicht... Was? Herr Feldwebel, bitte hören Sie auf. Idiot! Wir sind alle Idioten! Wir sind ein Haufen von deutschen Vollidioten! Weißt ihr das? Alle von euch! Wie kann ich garantieren, dass das Trans sicher ist? Sag mir das! Herr Feldwebel, wir können nachzählen, nachprüfen, ob die Zahlen stimmen. Ob die Zahlen stimmen? Was nützt die Zahlen noch jetzt, ha? Sag doch, was nützt sie? Ha? Kannst du garantieren, dass das Trans sicher ist? Kannst du das? Nein, Herr Feldwebel! Dann halt Schnauze! Ich war zu freundlich zu euch. Das ist das Problem. Und ihr habt es ausgenutzt! Und jetzt ab! Geht ihr zusammen! Arm in Arm! Seite an Seite! Durch den ganzen geräumten Teil! Ich muss sicherstellen, dass keine Fehler gemacht werden! Mein Fehler war es, euch zu vertrauen! Aber es ist jetzt Schluss! Habt ihr verstanden? Ob ihr mich verstanden habt! Jawohl, Herr Feldwebel! Ich hab's ja gleich gesagt. Wir können uns auch gleich an die Wand stellen und uns erschießen. Willst du was sagen, Soldat? Lächelst du? Lächelst du? Findest du, dass ich komisch bin? Amüsiere ich dich? Lächelst du, Soldat? Nein, Herr Feldwebel! Guck mich an! Warum lächelst du dann? Warum lächelst du? Bist du ein Mann? Ja, Herr Feldwebel! Bist du ein Soldat? Ja, Herr Feldwebel! Dann benehm dich wie ein Soldat! Ist das klar? Jawohl, Herr Feldwebel! Findest du das immer noch komisch? Nein, Herr Feldwebel! Dann reiß dich zusammen! Benimm dich wie ein Mann! Will irgendjemand etwas sagen? Dann sag es jetzt! Will irgendjemand etwas sagen? Na dann, vorwärts, Marsch! Komm jetzt schon! Vorwärts, Marsch! Durch den ganzen geräumten Teil, Zentimeter für Zentimeter, bis wir sicher sind!
Ich sage, wir hauen ab, bevor wir alle sterben. Seid ihr taub? Wollt ihr das einfach so hinnehmen? Ich lasse mich lieber von den Engländern erschießen, als dass ich noch mal so über den Strand laufen muss. Wir bleiben, bis die Arbeit erledigt ist. Dann gehen wir nach Hause. Der Herr Feldwebel hat gesagt, dass wir nach Hause dürfen, wenn wir fertig sind. Der Herr Feldwebel. Und glaubst du, dass der Herr Feldwebel auch sein Wort halten wird? Wenn du weiterhin diesen Marsch der Toten mitmachen möchtest, bitte, 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 bitte. Aber du hast mir nicht vorzuschreiben, was ich zu tun habe. Niemand kann das! Und was soll mit uns passieren, wenn er bemerkt, dass du weg bist, hm? Ich kann das nicht zulassen. Das ist nicht deine Entscheidung! Ich werde jetzt verschwinden! Du bleibst. Du hast es immer noch nicht kapiert, hä? Er hasst dich! Er hasst dich so, wie er uns alle hasst! Mach das der liebe Herr Feldwebel, weil er uns so gerne hat! Ha? Packt ihn! Bindet ihn fest! Ich habe gesagt, bindet ihn fest! Lass mich! Du verdammten Rüttel! Lass! 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 Wirst du still sein? Wirst du still sein? Sæt dig ned, lille skat. Nu kommer der nogen og hjælper dig. Pak op. Ernst. Wo sind die anderen? Pass auf, Junge! Hey, wo sind die anderen? Ist sie abgehauen? Du skal blive siddende, ikke? Blive siddende. Du skal sidde stille, skat, ikke? Lige om lidt, så kommer der en af drengene ud til dig. Ernst! Ernst! Hallo?
Kennst du Werner? Er ist ein guter Bruder. Er sieht genauso aus wie ich. Ich will alles für ihn tun. Alles gut. Ist alles gut. Ernst? Gib sie mir. Kommst du ernst? Ernst, komm bitte. Ernst, komm her. Ernst, komm her. Ernst. Was machst du? Ernst, komm her. Ernst, komm zurück. Komm her. Ernst, komm bitte. Was machst du? Komm bitte. Nimm die Tränen weg. Wiederhole. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Ja. Okay? Ja. Ja. Hör auf zu weinen. Ich brauche dich. Die anderen brauchen dich. Okay? Muss stark sein. Kannst du das? Ja. Ja. Ich kann stark sein. Du bist stark. Ich bin stark. Ich sag es nochmal. Ich bin stark. Ja, ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Es ist fast vorbei. Danke. Gustav. Ja? Was machst denn du, wenn du nach Hause kommst? Oh, Essen. Einfach Essen. Meine Mutter ist die beste Köchin in Berlin, sag ich. Ich hab den dänischen Fraß so satt. Kannst du mich da mal einladen zu dir? Ja, müsst ihr nur in Berlin in die Oranienburger Straße kommen. Ihr wart noch nie bei uns. Kartoffeln, Fleisch und Soße. Das Beste. Das ist immer noch das Beste. Das.
Vil du ikke sidde ned? Hvad vil du? Vi har brug for flere folk med erfaring nede på Skallingen. Ja, det vil jeg også gerne, men jeg skal til Ringkøbing. Ja, det skal du. Det er heller ikke dig, jeg taler om. Hvad snakker vi så om? Din tyske drenge. Vi har brug for dem dernede. For at de dør som fluer. Minerne, de har rykket sig, så det er et stort kaos. Så vi har brug for nogle tyskere med erfaring. Ja, jeg ved, at jeg skal kunne hjælpe dig, men de er sendt hjem. Mm. Det hørte jeg. 4 uger og 14 klarer det. Men de bliver ikke sendt tilbage, Carl. Hvad snakker du om? Jeg har lovet, at de kunne komme hjem, når vi var færdige, og vi er færdige. Alle tyske soldater, der stadig befinder sig i landet, skal blive indtil alle minerne er ryddet og væk. Og jeg mener alle. Ebbe. Jeg vil gerne bede dig om at sende de drenge hjem. Lad dem nu bare gå. De dør dernede. Jeg kan godt forstå dig, Carl. Men det kan jeg ikke ordre, når det er allerede gennemført. Det drejer sig for fanden om 4 drenge. Hør du efter, hvad jeg siger til dig, du gør? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men hvis jeg hører mere om de drenge, så tager jeg selv ned og skyder dem en for en. Forstår du det? Der er ingen af de drenge, der er gode mennesker, og du har ingen anelse om, hvad de har på samvittigheden. Hvor løgn overfor mig, du har gjort det lige for dag 1. Det er små drenge, Ebbe. Små drenge, der råber på deres mor, når de bliver bange. Eller får sprunget arm og ben af. Det er tyskere, Carl. Ordren er gennemført. Finder du selv ud? Tak for det, Carl. Hold din kæft. Ebbe. Det var alt, Carl. Wir haben Grund zu der Annahme, dass etwa 72.000 deutsche Minen hier auf Skallingen begraben wurden. Manche von ihnen hatten in ihrer Arbeit den Luxus, über detaillierte Minenkarten zu verfügen. Hier auf Skallingen gibt es solche Karten nicht. Helmut Murbach? Jawohl. Rudolf Selke? Jawohl. Ludwig Hafke? Jawohl. Sebastian Schumann? Steigen Sie ein. Na los, steigen Sie schon ein. Komm jetzt. Raus. Da entlang. Die Grenze ist wahrscheinlich 500 Meter entfernt. Dann seid ihr in Deutschland. Lauf. Lauf.